Jonas, mit Rang 27 letztes Jahr in der Gesamtwertung des Weltcups hast du, denke ich mir, schon so ungefähr aufgezeigt, wohin die Reise aus deiner Sicht gehen soll. Wie sind die Pläne oder die Ziele für die kommende Saison? Ist die Top 10 im Weltcup das Ziel? Ja, das ist schon ganz gut gesagt. Also das ist auch meine Devise, dass die Reise in dem Sinne weitergehen soll am besten. Top 10 ist jetzt im Gesamtweltcup nicht mein Ziel. Das ist nur, wenn man es auch von den Punkten her sieht, ist das schon einmal ein großer Sprung. Aber ich möchte natürlich weiter in die Richtung eben marschieren. Und da sind eher so die Top 20 oder Top 15 das Ziel. Okay. Ihr seid schon groß in die Saison gestartet, wenn man so will. Ihr habt schon Trainingslager gehabt auf Mallorca in Ramsau am Dachstein. Wie ist das Training bislang verlaufen und wie bist du zufrieden mit den Lehrgängen? Ja, ich bin total zufrieden bis jetzt. Es läuft eigentlich alles nach Plan. Wie gesagt, wir haben genau schon gute Lehrgänge gehabt. Mallorca-Lehrgang haben wir viele Stunden gemacht. Deutschlands liebste Insel. Genau. War echt gut. Da kann man das Training sehr angenehm gestalten. Haben trotzdem wirklich auch viel trainiert da. So ist nicht, wir waren nicht nur im Urlaub. Und ja, Dachstein-Lehrgang war auch super. Haben schon mal wieder ein bisschen Schnee laufen können. So insgesamt bin ich auch gut von allen Verletzungen oder Krankheiten oder so großartig, bin ich eigentlich verschont geblieben. Also läuft eigentlich alles so nach Plan dahin. Was man immer gern macht, das norwegische Trainingskonzept mit dem der Deutschen zu vergleichen oder mit dem des jeweiligen Landes dann. Was man über die Jahre schon gesehen hat, die Norweger machen relativ viel Wettkämpfe über den Sommer über. Die Deutschen eher nicht so. Wie kompensiert ihr das oder ist das gar nicht so wichtig, dass man so viele Wettkämpfe macht und wie siehst du das als Athlet? Ja, also wir machen ja schon auch ein bisschen was. Ich meine, die Norweger, da ist das Angebot recht groß an eben dieses Blink- und Topi-Dress-Wecker und so weiter. Aber wir haben ja jetzt seit letztes Jahr auch Topi-Dress-Wecker mitgemacht. Dieses Jahr fahren wir jetzt dann zum Blink. Also wir sind auch ein bisschen dabei. Vielleicht machen wir nicht das ganze Pensum, aber was ich weiß, die sind jetzt halt auch die Norweger picken sich ja auch da einzelne Wettkämpfe raus. Also ich glaube, es gibt auch wenige, die was wirklich alles mitmachen. Insgesamt ist es auf jeden Fall gut, wenn man im Sommer da einmal was mitmachen kann. Einfach um mal wieder einen Wettkampf zum Laufen, gar nicht mal jetzt halt vielleicht um die Leistung, sondern auch einfach mal wieder um den Wettkampf da als Training zu sehen und da mal wieder unter Wettkampfbedingungen einfach zum Laufen. Du hast es angesprochen, es geht zum Blink-Festival jetzt am Sonntag dann, Trainingslehrgang und dann eben auch Wettkämpfe dort. Ist es wirklich mal wieder interessant, sage ich jetzt mal, sich mit den anderen zu messen? Ist es einfach wieder mal das Gefühl, die höhere Geschwindigkeit zu laufen? Was ist das Wichtige dran? Genau, ja. Also wir waren letztes Jahr, wie gesagt, auf Topi-Dress-Wecker. Das ist im Endeffekt der andere große Event, den was da gibt. Und das ist auch mal Blink. Insgesamt ist es einfach immer schön da zum Laufen erstmal, weil die Stimmung einfach norwegisch ist, sage ich mal. Also macht Spaß da zum Laufen. Es ist eine super Stimmung. Und natürlich müsste man sich mit mindestens der norwegischen Elite, meistens sind auch viel von anderen Nationen noch da. Also man hat wirklich Weltcup-ähnliches Niveau, auf dem man sich messen kann. Und genau, wie du gesagt hast, eben einmal wieder mal einen Massenstart da zum Laufen, das ist einfach immer mal wieder wichtig. Und eben auch zum Sehen natürlich, wo man steht, in welcher Form man sich befindet. Ja. Im Winter ist dann sicherlich die Weltmeisterschaft das große Ziel, das große Highlight. Was ist dein spezielles Ziel für die WM und hast du dir schon Wettkämpfe rausgepickt, sag jetzt mal, die für dich interessant sein könnten? Ja genau, also die Saison wird wieder voll halt im Sinne der WM stehen, das ist eh ganz klar. Und ja, wir müssen als deutsches Team halt schauen wir natürlich auf die Teamwettbewerbe, vor allem auf die Staffel. Und ja, da das wird sicher mit unser Highlight werden, weil man da eben sich die größten Chancen erhofft. Und wenn wir jetzt sehen, wir zum Beispiel letztes Jahr in Novo Mesto, waren wir ja auch mit der Staffel, wenn alles super funktioniert, dann ist man auf einmal auch dabei, sagen wir, im Kampf um Platz 3. Und das ist auch wieder unser Ziel für die WM, dass wir auf jeden Fall um Platz 3 mitkämpfen, ob es dann wirklich Platz 3 wert. Das ist die andere Sache, aber zumindest, dass man halt da, sag ich mal, auf die Zielgerade biegt und noch der Platz 3 drinnen ist. Das ist eigentlich das größte Ziel für uns jetzt erstmal. Für die Einzelwettkämpfe muss man immer schauen, wie es dann alles liegt und was man dann läuft. Ich möchte natürlich auch da eine gute Leistung anbieten und mich da in Top 15, sag ich mal, platzieren.
ich glaube, alle Deutschen drücken die Daumen, dass das was wird mit der Staffelmedaille und ja, weiterhin viel Erfolg und Spaß beim Training und dann sehen wir uns im Winter. Vielen Dank. Danke dir. Merci.